Das Thema hieß, ob wir uns Gedanken machen haben, sinngemäß über die Zukunft. Ich rede nicht über Vorsätze. Wenn einer denkt, weil wir heute den 30. haben und morgen den 31., dass ich mit euch über Vorsätze sprechen möchte, weil das Jahrwechsel gibt. Und das gedacht hat, der lag falsch. Wir haben immer zwei Arten von Zukunft. Wir haben einmal die Zukunft, die wir nicht kennen in diesem Welt. Und das ist das Morgen schon. Und wir haben die Zukunft, das ist Al-Akhira, das Jenseits, was uns erwartet. Wir müssen uns Gedanken über diese zwei Punkte machen. Wie verhalte ich mich auf dieser Erde? Weil dieses Verhalten entscheidet dann den Zustand im Jenseits. Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, sagt in seinem Buch, in Sure 59, Vers 18 und 19. Wir werden zwei Versen verlesen, ihr werdet merken, diese Versen, liebe Geschwister, sagen so viel über uns und die erinnern uns und ermahnen uns genug für den nächsten Tag. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, taqullaha, wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin. Wattaqullaha, inna allaha khabiru bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, O die ihr glaubt, يا أيها الذين آمنوا. Wer sind hiermit gemeint? Die Gläubigen, Muslime. Alle, die glauben an Allah, an den Engel, an den Büchern, am jüngsten Tag, an das Schicksal, ob gut oder schlecht. Glaubt ihr daran? Okay, dann werden wir jetzt gerade angesprochen. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, taqullah, fürchtet Allah. Erste Warnung. Fürchtet Allah. وَلْتَنْذُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِي غَدًا. Und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Welches Morgen ist hiermit gemeint? Al-Akhira. Nicht der morgende Tag. Was hast du vorausgeschickt? Das Leben danach. Und danach Allah Azza wa Jal sagt, Wattaqullah, und fürchtet Allah. Nochmal ein Zusatz, eine Betonung auf was? Inna Allaha khabiru bima ta'malun. Allah weiß genau Bescheid, was ihr tut. Und dann gibt uns Allah Azza wa Jal mit, wie sollen wir nicht sein? Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen. Und die er auch darauf sich selbst vergessen ließ, jene sind die Frevler. Sinngemäße Übersetzung. Lass uns über diese zwei Versen nachsehen. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Allah Azza wa Jal ruft uns zu Gottesfurcht. Was ist Taqwa? Was ist Gottes? Weil wir hören das sehr oft im Koran. Taqullah, ittaqillah, sagen die Leute zu dir. Was bedeutet Gottesfurcht? Wer weiß, ganz einfach. Es ist nichts Schweres. Weil viele denken, die müssen einen Roman schreiben. Was ist Taqwa? Sich fernhalten von Sünden und sich nähren? Gute Taten. Sich dem Guten nähren, dem Schlechten fernhalten. Also, Allah Azzawajal sagt, oh, die ihr glaubt, ihr müsst alle Glaubensgrundsätze halten. Ihr müsst euch daran halten, was er über uns offenbart hat. Alles, was wir als Grundsätze in der Religion haben, halte dich daran. Und er sagt das in einem Vers, zweimal. O, die ihr glaubt, ihr nennt euch Gläubige, ich nenne mich gläubig. Ich sage nicht, dass der Glauben Darajat hat, Stufen. Es gibt unter den Mu'minin Stufen, einer mehr als der andere. Weil wir glauben daran, dass der Iman
steigt und sinkt. Und der ist nicht konstant. So gesagt er, oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Haltet euch an das Gute, entfernt euch von dem Schlechten. Und schaut voraus, was ihr vorausgeschickt habt. Was hast du für morgen geschickt? Der will dir damit sagen, welche Achtsamkeit hast du hier? Im verborgenen oder im offenbarten Zustand? Ob die Leute es sehen oder ob du alleine bist. Was schickst du voraus? Fürchte Allah. Denn der weiß Bescheid, was du tust. Allah sieht dir zu. Allah subhanahu wa ta'ala schaut dir zu. Also denk darüber nach. Der sagt mir und dir, denk darüber nach. Wie gibst du deinen Tag aus? Wie verhältst du dich in dein Leben, in dieses bisschen etwas Leben, was wir haben? Allah azza wa jalla ermahnt uns und warnt uns. Was wollen wir vorausgeschickt haben? Leute, wir werden auf unsere Taten treffen. Wir werden auf das, was wir tun, treffen. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ja, dhakir al-ashab.